Ja, ich bin Stefan Rahmstorf und von Hause aus Diplomphysiker und Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam, denn ich habe in der physikalischen Ozeanographie promoviert. Und ich möchte einen kleinen Überblick über die wichtigsten Daten zum Klimawandel präsentieren, die jeder kennen sollte, bis hin zu der Frage, was können wir denn tun? Daher auch der Titel ist das Klima. Nein, sind wir noch zu retten? Denn natürlich geht es beim Klimaschutz nicht darum, das Klima zu schützen, sondern vor allem uns selbst, uns Menschen. Die Sorge, dass der Mensch das Klima verändert, ist nicht besonders neu. Schon im Jahr 1843 hat Alexander von Humboldt geschrieben, dass der Mensch das Klima verändert, Zitat, durch Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Und es ist auch belegt durch die Humboldt-Forschung, dass Humboldt den Treibhauseffekt tatsächlich kannte. Im Jahr 1824 hat ja Joseph Fourier schon den Treibhauseffekt beschrieben als einen bestimmenden Faktor für die Temperatur von Planeten allgemein, natürlich nicht nur unserer Erde. Humboldt konnte allerdings noch nicht wissen, welche Gase den Treibhauseffekt verursachen, denn das wurde erst in den 1850er Jahren durch Experimente von Eunice Foote und John Tyndall letztlich aufgeklärt. Der erste, der dann versucht hat zu berechnen, wie stark der Treibhauseffekt, insbesondere eben durch das CO2, die globale Temperatur verändert, war der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius, der damals ausgerechnet hat, wie stark eine Verdopplung der CO2-Menge in unserer Atmosphäre die globale Temperatur erhöhen würde. Diese Kennzahl nennen wir heute die Klimasensitivität, denn sie gibt an, wie empfindlich das Klima auf eine Veränderung dieser Strahlungsbilanz unseres Planeten reagiert. Und Arrhenius kam darauf, dass auf einen Wert von 4 Grad nach CO2-Verdopplung. Er hatte übrigens erst mit einer Halbierung von CO2 gerechnet, weil im späten 19. Jahrhundert, als er diese Rechnung gemacht hat, das Hauptinteresse dem Verständnis der Eiszeiten galt. Denn man kannte damals die Ursache nicht. Die wurde ja erst in den 1920ern aufgeklärt durch Milutin Milankovic, der eben erkannt hat, dass es die Erdbahnzyklen um die Sonne sind, die diese regelmäßig wiederkehrenden Eiszeiten in einem Rhythmus von 100.000 Jahren verursachen. Arrhenius lag mit seiner Berechnung der Klimasensitivität von 4 Grad ein bisschen hoch. Heute wissen wir, dass die Klimasensitivität um die 3 Grad liegt, aber nach wie vor mit einer verbleibenden Unsicherheitsspanne von 2 bis 4 Grad. Also Arrhenius lag schon gar nicht so weit daneben, dafür, dass er eben nur mit Papier und Bleistift und ohne Computer und auch ohne die wirklich detaillierten Messungen der Absorptionsspektren von CO2 diese Rechnung damals durchgeführt hat. Heute haben wir ein detailliertes Verständnis der Strahlungsbilanz unseres Planeten und die einfallende Sonnenstrahlung ist 342 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche und davon werden 168 absorbiert an der Oberfläche. Und wenn man das vergleicht mit der Rückstrahlung durch den Treibhauseffekt, die beträgt 324 Watt pro Quadratmeter, ist also fast doppelt so groß wie die an der Erdoberfläche absorbierte Sonneneinstrahlung. Das heißt schon mal, dass der Treibhauseffekt kein kleiner Effekt ist, sondern es ist praktisch die größte Stellschraube, an der man überhaupt drehen kann, wenn man die globale Temperatur verändern möchte. Und das ist alles keine Theorie, sondern das sind einfach Messdaten und auch die Zunahme des Treibhauseffekts, also die Zunahme der Rückstrahlung aus der Atmosphäre in Richtung auf den Erdboden, ist einfach eine gemessene Tatsache. Da gibt es kein
Wenn und Aber, sondern der zunehmende Treibhauseffekt durch das CO2, durch den CO2-Anstieg, der vom Menschen verursacht ist, ist einfach Fakt. Wir sehen diesen Anstieg der CO2-Konzentration auch im längeren Zeitrahmen. Wir kennen die Werte sehr genau, sogar knapp 1 Million Jahre zurück durch die Eisbohrkerne in der Antarktis. Denn in dem Antarktiseis, was sich ja Schicht für Schicht durch Schneefälle im Laufe der Jahrhunderttausende ablagert, dort sind Luftbläschen eingeschlossen. Wir haben also kontinuierlich Luftproben aus der vergangenen Atmosphäre. Und inzwischen ist die CO2-Konzentration eben deutlich höher als jemals seit mindestens 1 Million Jahren. Man muss nach weniger genauen Daten als den Eisbohrkernen mindestens 3 Millionen Jahre zurückgehen, um ähnlich hohe CO2-Werte in der Atmosphäre vorzufinden, wie wir sie heute haben. Und parallel zu diesem CO2-Anstieg ist eben auch die globale Temperatur angestiegen, und zwar eben genau in dem Ausmaß, wie man es erwarten würde, mit dieser bekannten Klimasensitivität, also der Empfindlichkeit unserer globalen Temperatur gegenüber einer solchen Veränderung der Strahlungsbilanz. Und die Temperatur liegt heute schon deutlich über dem, was wir global seit Christi Geburt an Temperaturen auf der Erde gesehen haben. Und eine klassische Darstellung davon sind ja diese Warming Stripes. Wenn man jedem Jahresmittel einen Streifen, einen farbigen Streifen zuordnet, kalt ist blau bis hin zum warmen in rot, dann erhält man ein sehr eindrückliches Bild von diesem globalen Temperaturanstieg. Die jüngeren Menschen, die jetzt in den 20ern Jahre alt sind, die haben eben nur noch extrem ungewöhnlich heiße Jahre im weltweiten Durchschnitt erlebt. Die Erwärmung beträgt bislang etwa 1,2 Grad seit dem späten 19. Jahrhundert. Diese Erwärmung, das wissen auch viele nicht, wurde übrigens auch vorhergesagt, bevor sie überhaupt in den Messdaten nachgewiesen werden konnte. Den ersten offiziellen Regierungsbericht über eine befürchtete, erwartete globale Erwärmung hat der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson im Jahr 1965 durch ein Expertengremium erarbeiten lassen, der berühmte Revell Report, in dem eben schon 1965 beschrieben wird, dass die fossile Energienutzung eine globale Erwärmung verursachen wird, Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg, all diese Dinge stehen da schon drin. Und es hat dann weitere mehr als 20 Jahre gedauert, bis der berühmte NASA-Klimaforscher Jim Hansen als erster öffentlich in einer Senatsanhörung gesagt hat, die globale Erwärmung hat begonnen. Sie ist jetzt da, so wie lange vorhergesagt. Und ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Ich war damals Doktorand 1988 in Neuseeland in einem Meeresforschungsinstitut. Und das wurde damals auch durchaus natürlich diskutiert in der Wissenschaftscommunity, zum Teil auch etwas kontrovers. Gab auch konservative Profs, die gesagt haben, na ja, vielleicht hat sich Jim Hansen noch ein bisschen früh aus dem Fenster gelehnt, könnte ja eventuell noch im Rahmen der natürlichen Schwankungen sein, was wir jetzt messen. Heute glaubt das natürlich kein seriöser Forscher mehr. Die Erwärmung läuft eben seit Jahrzehnten genauso weiter, wie sie vorhergesagt worden ist und wie es eben die Gesetze der Physik letztlich verlangen, wenn man den Treibhauseffekt einmal verstanden hat. Der erste Bericht des Weltklimarats IPCC kam dann im Jahr 1990, und da steht schon drin, dass es sicher ist, dass die Treibhausgase zu einer globalen Erwärmung führen werden. Und damit hat der IPCC natürlich auch recht behalten. 1992 gab es den Erdgipfel in Rio de Janeiro.
Auch da erinnere ich mich noch ziemlich gut daran, wie der zu Ende ging und ich am Abend wieder zurück in Deutschland nach meiner Promotion die Tagesschau angeschaut habe und es berichtet wurde, dort wurde die Klimarahmenkonvention beschlossen bei dem Erdgipfel 1992 mit dem Ziel, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Und ich dachte damals, endlich, endlich macht die Politik etwas und versucht, die globale Erwärmung zu begrenzen. Leider wissen wir eben, dass die globale Erwärmung seit 1992 praktisch ungebremst weitergegangen ist und der Ausstoß von Treibhausgasen sogar noch weiter zugenommen hat. 2015 wurde dann nach jährlichen Klimagipfeln unter dieser Klimarahmenkonvention endlich das Pariser Abkommen verabschiedet, zum ersten Mal eben ein wirklich weltweit geltendes, umfassendes Abkommen, wo alle Länder sich verpflichten, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad, möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen. Am Ende des Vortrags werde ich darauf noch zurückkommen. Wir wissen inzwischen auch durch Jahrzehnte der Paläoklimaforschung, wo ich auch seit den 1990ern übrigens dazu gearbeitet und geforscht habe, dass wir den stabilen Temperaturbereich nach der letzten Eiszeit, nämlich das Holozän, das Klima der letzten 10.000 Jahre, inzwischen hinter uns gelassen haben. Deswegen sprechen wir ja heute auch vom Anthropozän, also der Menschenzeit, der vom Menschen letztlich bestimmten geologischen Epoche. Der Mensch hat Homo sapiens, unsere Vorfahren, zu Beginn des Holozän vor rund 10.000 Jahren die Landwirtschaft erfunden, ist sesshaft geworden, hat begonnen, Städte zu bauen und von 10.000 Jahre stabilem Klima profitiert. Inzwischen wissen wir, dass die globale Temperatur aus dem Bereich des Holozäns bereits hinaus ist und sich vor allem auch mit atemberaubendem Tempo da hinaus katapultiert. Der Übergang von der letzten Eiszeit, dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, etwa 18.000 Jahre vor heute, bis ins Holozän, was vor 10.000 Jahren begann, hat in den schnellsten Phasen etwa 1 Grad globale Erwärmung in 1.000 Jahren erlebt. Wir haben jetzt 1 Grad in 100 Jahren, also das zehnfache Tempo bereits von Klimaänderung verursacht. Und es sind auch aus der Erdgeschichte vergleichbar schnelle, nennenswerte Erwärmungen in der globalen Temperatur nicht belegt. Und das Tempo ist natürlich sehr wichtig, wenn es um die Frage geht, wie können sich Ökosysteme anpassen? Wie können sich Arten auch an eine solche Klimaveränderung möglicherweise anpassen oder nicht? Wie gesagt, schreitet die globale Erwärmung seit Jahrzehnten auch quantitativ genauso fort, wie sie vorhergesagt worden ist. Allerdings haben wir in diesem September doch eine ziemlich bedenkliche Überraschung erlebt, dass die meisten Klimaforscher sind davon ziemlich überrascht worden, weil die globale Durchschnittstemperatur im September ein volles halbes Grad über dem vorherigen Rekord aus dem Jahr 2020 gelegen hat. Und auch nur annähernd so große Marge, durch die ein früherer Rekord gebrochen wurde, hat es bisher noch nie gegeben in den Daten. Es ist auch nicht wirklich erklärt, woran das liegt. Da werden gerade in der Fachcommunity und auch auf sozialen Medien wie Twitter oder auch, ich bin auch übrigens bei Mastodon und Blue Sky und LinkedIn. Ja, da wird das natürlich intensiv diskutiert und hoffentlich werden wir im Laufe der nächsten Monate die genaueres dazu sagen können, was diesen plötzlichen Temperatursprung verursacht hat. Eine gewisse Rolle wird das El Niño-Ereignis spielen, aber das erklärt eben bei weitem nicht den vollen Sprung und in früheren sehr starken El Niño-Ereignissen ist eben auch nicht zu einer solchen extremen Erwärmung schon gar nicht im September gekommen. Wenn wir uns den Temperaturverlauf in Deutschland anschauen,
dann sehen wir, dass bei uns erstens natürlich die Schwankungen von Jahr zu Jahr viel größer sind als in der globalen Mitteltemperatur. Das liegt daran, dass sich das Wettergeschehen, diese Zufallsschwankungen, die sich dem Klima überlagern, im globalen Durchschnitt eben weitestgehend wegmittelt. Je kleiner die Region ist, die man betrachtet, desto größer sind diese zufallsbedingten Wetterschwankungen. Wir sehen aber auch an der nicht-linearen Trendlinie, dass wir bereits mehr als 2 Grad, so etwa 2,3 Grad Erwärmung in Deutschland schon hinter uns haben. Und das heißt also fast das Doppelte im Vergleich zum Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Das ist auch keineswegs überraschend, sondern genau wie vorhergesagt auch von den Klimamodellen, denn die globale Durchschnittstemperatur besteht zu 70% aus Ozeanoberfläche und die Ozeane erwärmen sich langsamer aufgrund der thermischen Trägheit und auch generell weniger aufgrund der zunehmenden Verdunstung, die eine kühlende Wirkung auf die Meeresoberflächen hat. Und von daher erwärmen sich Landgebiete eben deutlich schneller, oft eben so wie in Deutschland und Europa generell etwa doppelt so schnell wie die globale Durchschnittstemperatur. Ich wundere mich immer, dass nach Jahrzehnten Klimadebatte und unzähligen Medienberichten dazu die meisten Menschen, die meisten Laien, das zum Beispiel noch nicht mal wissen, dass Landtemperaturen sich deutlich mehr und oft doppelt so stark erwärmen wie die globale Durchschnittstemperatur. Der Laie fragt sich dann, was soll an 2 Grad Erwärmung so schlimm sein? Wenn man verstehen würde, das bedeutet hier 4 Grad, dann kann man sich, glaube ich, wesentlich leichter vorstellen, dass das schon ein erheblich anderes Klima ist, wo unsere Landwirtschaft, unsere Ökosysteme einfach nicht angepasst ist und auch unsere Infrastruktur nicht, was zum Beispiel das Verkraften von Starkregenereignissen angeht, durch die Kanalisation und so weiter. Auf die Folgen komme ich gleich noch mehr zu sprechen. Was auch viele Laien nicht wissen, manchmal mache ich Umfragen beim Publikum. Kann man ja elektronisch heute leicht machen und frage, welchen Anteil hat der Mensch an der modernen Erwärmung? Dann stimmen viele für 60% oder 80% und immer nur eine Minderheit weiß heute, dass es 100% ist. Wenn man unabhängig voneinander die von uns verursachte Erwärmung der gemessenen Erwärmung gegenüberstellt, sind beide gleich groß im Rahmen der Unsicherheit. Und es gibt vor allem auch natürlich detaillierte Jahrzehnteforschung über Schwankungen der Sonnenaktivität und jede andere erdenkliche Möglichkeit, natürliche Faktoren, die zur Erwärmung beigetragen haben könnten. Und deren Beitrag ist eben verschwindend gering in den letzten 100 Jahren. Die Sonnenaktivität hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts sogar leicht abgenommen und der von uns verursachten Erwärmung entgegengewirkt, allerdings eben nur sehr geringfügig, weil diese Schwankungen im Vergleich zu den 2 Watt pro Quadratmeter Störung allein durch den CO2-Anstieg, im Vergleich dazu sind die Sonnenleuchtkraftschwankungen eben sehr gering. Diese Erwärmung wurde nicht nur von akademischen Klimaforschern aus Universitäten und Forschungsinstituten korrekt vorhergesagt, sondern wie interne Dokumente gezeigt haben, auch von Forschern der Firma Exxon, auch von anderen fossilen Energiefirmen, aber insbesondere Exxon ist zumindest was bekannt ist, durch Dokumente, die durch journalistische Recherchen an die Öffentlichkeit gelangt sind, hat immer wieder Zukunftsprojektionen der globalen Temperatur gemacht seit den 70er Jahren. Die allererste hat die Erwärmung noch deutlich überschätzt. Seit den 80er Jahren sind diese Zukunftsprojektionen ziemlich genau richtig gewesen. Sogar wenn man es quantitativ auswertet, was wir Anfang des Jahres in einer Studie in Science veröffentlicht haben, sogar ein Tick genauer noch als die der NASA, zum Beispiel von Jim Hansen und so weiter. Also keine einzige Klimaprojektion der internen Exxon-Forschung hat ergeben, dass die globale Erwärmung etwa schwächer ausfällt oder gar nicht aufgrund eben ihres Geschäftsmodells, ihrer Emissionen. Und zum
zum Entsetzen der Exxon-Forscher, das ist auch dokumentiert, hat die Geschäftsleitung von Exxon, als sie mit diesen Projektionen und Forschungserkenntnissen konfrontiert wurde, nicht etwa ihr Geschäftsmodell überdacht, sondern sie hat begonnen, systematisch Zweifel an der Klimawissenschaft zu wecken, zum Beispiel durch bezahlte sogenannte Advertorials, also Meinungsbeiträge, die aber einfach wie bezahlte Anzeigen sind in führenden amerikanischen Zeitungen wie New York Times, systematisch Zweifel zu wecken an der Klimaforscher und Mythen und Legenden zu verbreiten, wie zum Beispiel die Behauptung, nur 3% der CO2-Emissionen kämen vom Menschen und der Rest hätte einen natürlichen Ursprung. Argumente, die die AfD in Deutschland in Bundestagswahlkämpfen noch heute verwendet, die zigfach widerlegt sind, natürlich durch die Klimaforschung. Von daher ist es, fand ich es einen sehr treffenden Titel, als der britische Guardian schon vor Jahren einen schönen Artikel mit dem Titel hatte: Doubt over climate science is a product with an industry behind it. Also der Zweifel an der Klimawissenschaft ist ein Produkt mit einer Industrie dahinter. Das ist einfach so und es ist eben auch bestens belegt, dass fossile Energieformen, Firmen wirklich hunderte Millionen Dollar investiert haben, um Zweifel zu wecken an der Klimaforschung. Diese ganzen Klimaskeptiker-Thesen, die auch in den Medien zirkulieren und so weiter, kommen ja irgendwo her. Und sie kommen eben nicht aus seriöser Klimaforschung, sondern aus Interessengruppen. Und eine Auswertung von Forbes und Statista zum Beispiel hat gezeigt, dass allein in einem einzelnen Jahr fünf große Ölfirmen mehr als 200 Millionen Dollar für Lobbyismus ausgegeben haben, um Zweifel an der Klimaforschung und vor allem an Klimapolitik zu wecken und sich dagegen zu stemmen. Kommen wir wieder zur ernsthaften Forschung zurück. Wenn Außerirdische uns beobachten würden aus dem All, würden sie sehen, was hier abgeht. Denn man sieht aus dem All sehr deutlich das Schrumpfen der Eisbedeckung auf dem Nordpolaren Ozean in den Satellitendaten. Die Eisfläche dort hat sich seit den 80er Jahren etwa halbiert, die Dicke ebenso. Das heißt, von dem Eisvolumen her, jeweils im Eisminimum im September, ist nur ein Viertel der Meereisdecke auf dem arktischen Ozean übrig. Und ich denke, die meisten Zuhörer werden auch noch erleben, einen weitestgehend eisfreien arktischen Ozean. Es kann sich nur noch um wenige Jahrzehnte handeln, bis wir das zum ersten Mal sehen. Und auch da können wir mit paläoklimatischen Daten aus Sedimenten und so weiter rekonstruieren, zumindest 1400 Jahre zurück, wie die Eisdecke auf dem arktischen Ozean war, nämlich im Wesentlichen konstant in um die 10 Millionen Quadratkilometer. Und inzwischen ist sie schon so weit zurückgegangen auf etwa 6 Millionen Quadratmeter Kilometer steil bergab in den letzten Jahrzehnten. Und mein Potsdamer Kollege Markus Rex, der die Polarstern-Expedition über den Nordpol geleitet hat vor wenigen Jahren, hat, als er zurückkam, gesagt, wir haben dem Eis beim Sterben zugeschaut. Was uns Menschen betrifft, sind es natürlich zunächst mal nicht direkt Eisschmelze in der Arktis, obwohl die auch Fernwirkungen dann haben. Oder das Schicksal des Eisbären, der ja oft in den Medien nach wie vor benutzt wird, um Klimaerwärmung zu illustrieren, aber eben für die Menschen so eine Illusion weckt, als sei das was, was sich irgendwo in der Ferne abspielt und sie gar nicht betrifft. Das könnte nicht falscher sein. Was wir heute schon sehr stark merken, sind die Wetterextreme. Und wir haben im vorletzten Jahr in einer globalen Datenauswertung publiziert, wie stark Hitzeextreme zunehmen. Wenn man das nimmt, was ich hier mal als extrem bezeichnen würde, nämlich drei Standardabweichungen über normal, das ist etwas, was fast nie durch Zufall ohne Klimawandel vorkommt, dann ist das heute schon 90-fach häufiger geworden.
Und heute sind ständig um die 10% der globalen Landfläche 3 Standardabweichungen wärmer, als es noch in den 1950er bis 70er Jahren gewesen ist, was hier die Referenzperiode ist. Und das sind eben wirklich extreme Hitzewellen. Und übrigens, dass die häufiger werden, das hätte sicher auch jeder Laie erwartet, aber dass sie um einen so großen Faktor häufiger werden, sodass fast jede solche extreme Hitzewelle, hier geht es um Monatsmitteltemperaturen, dass fast jede durch den Klimawandel verursacht ist. Das hätte man sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt, ist aber, wenn man ein klein bisschen von Statistik versteht, überhaupt nicht überraschend, denn das ist genau das Resultat, was man erwartet, wenn man die gaußsche Normalverteilung, diese schöne Glockenkurve, in Richtung höhere Temperaturen verschiebt, wie es eben nun mal im globalen Mittel passiert, dann werden die allerextremsten ganz am Rand dieser Verteilungsfunktion nehmen um den größten Faktor zu. Und mehr steckt nicht dahinter. Das ist einfach Statistik. Und wir haben es ja gerade im vergangenen Sommer wieder erlebt, also hier in Valencia 46,8 Grad. Das ist natürlich in Spanien unerträgliche Hitzewerte und hat den früheren Rekord dort übrigens um mehr als 3 Grad überschritten. Das heißt also, man sieht auch, dass eben solche Extreme dann eben doch noch Überraschungen bergen und nicht einfach so von einem Zahlenwert zunehmen wie die Mitteltemperaturen, sondern eben häufig stärker. Und extreme Hitze ist eben kein Spaß, auch wenn leider Zeitungen immer wieder Badewetter am Baggersee oder an der Ostsee als Bilder nehmen, wenn sie über Hitzeextreme sprechen, sondern extreme Hitze ist tödlich. Wir haben das im Sommer 2003, dem sogenannten Jahrhundertsommerjahr, gesehen. 70.000 Hitzetote in Europa. Paris musste gekühlte Zelte am Stadtrand aufstellen für die vielen Särge, weil die Leichenhäuser völlig überfüllt waren. Und für den Sommer 2022, also im vorigen Jahr, hat eine erste Studie mehr als 60.000 Hitzetote in Europa ergeben. Und nochmal, um nochmal auf den Jahrhundertsommer 2003 zurückzukommen, die Daten zeigen, dass die Hitzewelle in Frankreich dort einen deutlich höheren also Sterblichkeitspeak verursacht hat, als die Corona-Pandemie zum Beispiel. Das ist der höchste Sterblichkeitspeak in Frankreich seit mindestens 50 Jahren gewesen, dieser Hitzesommer 2003. Und ich halte ja solche Vorträge seit vielen Jahren. Lange war 2003 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung in Europa. Übrigens, dort wissen wir seit mindestens dem Jahr 1500. Inzwischen ist er übertroffen worden 4-mal. Der heißeste Sommer in Europa ist jetzt 2022, gefolgt von 2021, 2018, 2010 und erst auf Rang 3 ist jetzt der Sommer 2003. Auf Rang 5, sorry. Diese extreme Hitze führt dazu, dass auch in vielen Regionen die physiologische Belastungsgrenze für den menschlichen Körper überschritten werden wird. Das passiert jetzt nur selten noch. Diese kritische Grenze für feuchte Hitze, die praktisch nicht mehr regulierbar ist für den menschlichen Körper. Wir regulieren ja durch Schwitzen. Je feuchter die Luft schon ist, desto weniger verdunstet der Schweiß auf unserer Hautoberfläche. Das heißt, je feuchter es ist, desto weniger können wir uns vor Überhitzung unserer Kerntemperatur schützen. Und es ist gerade in den Proceedings der National Academy eine neue Studie rausgekommen, die eben zeigt, dass schon nach 1,5 Grad Erwärmung es diese kritische Belastungsgrenze des Menschen zunehmend in Regionen wie im nördlichen Indien zum Beispiel überschritten wird. Aber zwischen 2 und 3 Grad eskaliert das wirklich und großräumig, dort, wo hunderte Millionen Menschen leben, in Asien, in Indien, auch in Afrika, wird diese kritische Belastungsgrenze viele, viele Stunden im Jahr überschritten, sodass man sich dort, das sind Hitzewerte, wo man, wenn man ihnen 6 Stunden ausgesetzt ist, selbst für junge
gesunde Menschen das lebensgefährlich ist und ein Herzschlag, Hitzschlag droht und so weiter. Das heißt, das sind dann Temperaturen, da kann man sich überhaupt nicht mehr im Freien aufhalten, um auf den Feldern zu arbeiten oder auf Baustellen und so weiter. Die Menschen werden wahrscheinlich weggehen müssen, in großen Mengen, wenn es einfach dort zu lang im Jahr zu heiß ist, um überhaupt, dort leben zu können. Es ist aber nicht nur die Hitze direkt, die uns betrifft, sondern auch Folgen wie zunehmende Extremniederschläge. Das, ist auch seit 30 Jahren so vorhergesagt worden. Einfache Physik. Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Das lernt jeder Physikstudent im ersten Semester. Das ist die Clausius-Clapeyron-Gleichung aus dem Jahr 1834, die einfach angibt, wie der Sättigungsdampfdruck von Wasserdampf exponentiell mit der Temperatur zunimmt. Und Niederschläge fallen ja aus gesättigten Luftmassen. Je wärmer es ist, desto mehr Wasser ist dort drin. Und das heißt, diese Zunahme von Extremniederschlägen ist seit 30 Jahren so erwartet und vorhergesagt worden und inzwischen deutlich in den Messdaten sichtbar. Wir haben da auch dazu die weltweiten Niederschlagsmessstationen ausgewertet und zum Beispiel geschaut, wie häufig kommen neue Niederschlagsrekorde in der Tagessumme des Niederschlags vor. Und das ist also seit den 1990ern statistisch signifikant erhöht und nimmt immer weiter zu. Das heißt, wir haben ja gerade in diesem Sommer, wo die globale Temperatur auf absolutem Rekordniveau war in den letzten Monaten, auch logischerweise eine unglaubliche Folge von Überflutungen durch Extremniederschlägen in vielen Ländern, Griechenland, Libyen, auch New York City, Hongkong und so weiter, erlebt als logische Folge dieser einfachen Physik. Gleichzeitig nimmt aber auch die Dürre zu. Das hängt damit zusammen, dass von den Niederschlägen, die fallen, ein immer größerer Anteil in diesen Extremregen runterkommt, weil dort es eben immer größere Wassermengen drin sind. Der Nachschub vom Ozean durch die Verdunstung nimmt nicht so stark zu, nicht um 7% pro Grad Erwärmung, nur um 3% pro Grad Erwärmung, etwa 2 bis 3. Das heißt, man muss immer länger warten, bis die Luftmassen wieder gesättigt sind. Es gibt aber natürlich auch regional starke Unterschiede, dass in bestimmten Breitengraden, vor allem in den Subtropen, wo es ohnehin schon trocken ist, auch die Niederschläge nochmal wieder weiter abnehmen und dort, wo es ohnehin nass ist, tendenziell eher zunehmen. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Es nehmen nicht nur die Niederschläge ab, wie bei uns besonders stark im Mittelmeerraum, wie das auch die Daten zeigen, sondern es nimmt auch die Verdunstung zu. Und das heißt, wir brauchen ständig zunehmende Niederschläge, um die zunehmende Verdunstung auszugleichen, um die Bodenfeuchte zu erhalten. Denn klar, wenn es mehr verdunstet, geht dadurch die Bodenfeuchte und auch die Feuchte in unserer Vegetation, in den Bäumen, Wäldern schneller verloren, weil die Luft eben auch mehr Wasserdampf aufnehmen kann, wenn sie wärmer wird und das beschleunigt eben die Verdunstung. Das heißt, die Erwärmung bringt zunehmende Dürreprobleme neben den zunehmenden Extremregen. Das ist natürlich ein Klassiker, dass die Klimaskeptiker dann sagen, ja, wenn es nasser wird, ist der Klimawandel schuld. Wenn es trockener wird, ist auch der Klimawandel schuld. Als würde sich das widersprechen. Es ist einfach beides Folge derselben Physik, der Clausius-Clapeyron-Gleichung. Und man sieht auch, dass zum Beispiel Syrien von der größten Dürre der Geschichte betroffen war, in den Jahren, bevor die Massenproteste und die Unzufriedenheit mit dem Assad-Regime dort überhand nahm. Und wir wissen alle, wo das geendet hat. Und wir erinnern uns sicher auch an die Bilder vom letztjährigen Sommer, als die Loire weitgehend ausgetrocknet war, Frankreich viele Kernkraftwerke stilllegen musste, mangels Kühlwasser in den Flüssen und so weiter. Auch in Deutschland kann man in dem Dürremonitor des Umweltforschungs Leipzig jederzeit den Status der Bodenfeuchte nachschauen. Ich habe das gerade aktuell gemacht und da sieht man eben, dass gerade in Ostdeutschland und Teilen von Süddeutschland nach wie vor extreme bis außergewöhnliche Dürre herrscht, obwohl man natürlich gefühlt jetzt ziemlich
feuchtes Wetter so in den letzten Wochen hatte. Aber es ist eben so, dass in den vergangenen Jahren sich in den obersten 1,8 Metern, die hier betrachtet werden, wo die Bäume auch ihr Wasser herziehen, sich ein sehr großes Niederschlagsdefizit angesammelt hat, ein Bodenfeuchtedefizit, was eben so schnell nicht mehr zu beseitigen ist. Und wenn man sich die Werte seit den 50er Jahren anschaut für diese Dürre in den obersten 1,8 Meter des Bodens, dann sieht man, dass eben seit 2018 in Deutschland hier eine sehr ungewöhnliche Dürrephase herrscht, die eben noch nicht überwunden ist. Zusammenfassend kann man zu den Extremwetterereignissen den Klimabericht des Weltklimarats IPCC zitieren aus der offiziellen deutschen Version. Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. Dies hat zu weit verbreiteten nachteiligen Folgen und damit verbundenen Verlusten und Schäden für Natur und Menschen geführt. Eine Aussage mit hohem Vertrauen, das heißt also eine gesicherte Aussage, Konsensfolgerung der Klimaforschung. Folge auch natürlich für die Vegetation. In Deutschland haben wir ein Waldsterben seit 2018. Man sieht das im Waldschadensbericht, dass die Absterberate von Bäumen extrem hohe Werte erreicht hat. Das führt eben dann auch zum Teil zu massiven Waldbrandproblemen oder Borkenkäferbefall, der dann die Bäume umbringt. Auch im Amazonasgebiet haben wir im Moment eine extreme Dürre. Und wir wissen eben, dass der Amazonaswald auch eine Belastungsgrenze letztlich hat, einen biologischen Kipppunkt, jenseits derer der Wald eben zu vertrocknen droht oder eben dann auch in Flammen aufgehen könnte. Das bringt uns schon zu einem Thema, was ich kurz ansprechen will, nämlich Kipppunkte im Klimasystem. Und man kann sich einen Kipppunkt relativ leicht vorstellen mit einer Kugel, die in einer Mulde liegt. Und wenn man die Kugel ein bisschen zur Seite schiebt oder so, dann rollt sie, wenn man sie loslässt, wieder in die Mulde zurück. Das ist ein stabiles Gleichgewicht, das gegenüber Störungen eben eine gewisse Stabilität hat. Außer man schiebt diese Kugel jetzt zu weit über den Scheitelpunkt hinaus, dann rollt sie von selber weiter in einen völlig anderen Zustand. Und so definiert auch der Weltklimarat IPCC die Kipppunkte. Man sieht am Beispiel der Kugel ja schon, dass das keine komplizierte Raketenphysik erfordert oder so, sondern ganz simpel. Man kann es auch mal probieren, wenn man eine volle Kaffeetasse an den Schreibtischrand schiebt und darüber hinaus. Das ist auch ein Kipppunkt. Das ist also keine komplexe Physik. Und aus diesem Grund gibt es sehr viele Kipppunkte im Klimasystem. Es gibt verschiedene Übersichten dazu. Dazu gehören natürlich die biologischen Kipppunkte wie Wälder, die ich schon erwähnt habe, die eben Belastungsgrenzen haben, so wie der menschliche Körper auch. Ich habe ja vorhin über die Belastbarkeit mit feuchter Hitze gesprochen. Das hat eben Grenzen und das ist dann auch eine Art Kipppunkt des menschlichen Körpers, wenn man über diese kritische Grenze hinausgeht. Die Korallenriffe haben eine ganz klare Belastungsgrenze, was warmes Meerwasser angeht. Wenn es zu warm wird, dann bleichen diese Korallen aus und wir befinden uns bereits auch sehr traurig, aber lange vorhergesagt in einem weltweiten Korallensterben seit etwa 2015, 2016. Aber auch physikalische Systeme haben solche Kipppunkte, zum Beispiel die Kontinentaleisschilde. Und der Bericht des Weltklimarats IPCC hat dieses Jahr festgestellt, dass das Risiko durch das Überschreiten von solchen Kipppunkten von moderat auf hohes Risiko steigt im Bereich zwischen 1,5 und 2,5 Grad Erwärmung. Und das ist ein wichtiger Grund, um eben zu sagen, wir müssen unbedingt diese 1,5-Grad-Grenze halten, um nicht in den hohen Risikobereich durch das Überschreiten von Kipppunkten hineinzugeraten.
Weil ich ja von Hause aus Meeresforscher bin, natürlich auch zu den Meeren etwas sagen. Anstieg des Meeresspiegels, ich hatte es erwähnt, der wurde schon in dem Revell Report von 1965 vorhergesagt, ist eine logische Folge der Erderwärmung, weil das Wasser sich bei Erwärmung ausdehnt. Das gilt genauso für das Meerwasser und weil Kontinentaleismassen abschmelzen und dadurch eben zusätzliches Wasser ins Meer fließt. Und diese Meeresspiegelanstieg, der wird durch Messdaten eben bestätigt, und zwar nicht nur der Anstieg, sondern auch die Beschleunigung des Anstiegs in den letzten Jahrzehnten. Und auch das ist natürlich genauso zu erwarten, denn Eis schmilzt natürlich umso schneller, je wärmer es wird. Und bis diese Kontinentaleismassen schmelzen, dauert, bis sie ganz weg sind, dauert eben tausende Jahre. Also wenn man das, die Temperatur erhöht, dann wird für Jahrhunderte mindestens der Meeresspiegel so weiter ansteigen, weil es eben so lange dauert, bis das Eis immer weiter runterschmelzt. Und je wärmer es wird, desto schneller passiert das, also desto schneller steigt der Meeresspiegel. Für die Zukunft erwartet der Weltklimarat, also bislang haben wir 20 Zentimeter Anstieg gesehen in den letzten 100 Jahren, für die Zukunft bis 2100 etwa einen halben Meter bis einen Meter über das vorindustrielle Niveau und dann aber eben sehr, sehr lange, viele Jahrhunderte weiter, auch den Anstieg, selbst nachdem wir die globale Temperatur stabilisiert haben, indem wir klimaneutral geworden sind. Was auch bemerkenswert ist, es gibt hier eine sehr große Unsicherheit einseitig nach oben zu viel höheren Werten, also selbst deutlich, also selbst mehr als 2 Meter bis 2100 kann der Weltklimarat nicht ausschließen, falls Eismassen zunehmend ins Rutschen kommen, lässt sich sehr schwer vorher berechnen. Und natürlich wäre das eine Katastrophe. Auch 1 Meter Meeresspiegelanstieg ist für viele Küstenregionen wirklich eine große Katastrophe. Viele Regionen haben heute nach dem 20 Zentimeter Anstieg schon Probleme. Und man merkt das dann eben in einer Sturmflut. Wir haben ja gerade vor einigen Tagen am Wochenende eine große Sturmflut an der Ostsee erlebt, mit rund 2 Meter Höhe. Da startet der Meeresspiegel bereits bei 20 Zentimeter höher als normal und als ohne globale Erwärmung. Und das bedeutet eben, dass bei so einer Sturmflut dann 10% obendrauf gekommen ist durch den globalen Meeresspiegelanstieg. Und von den Schäden sind es aber viel mehr als 10%, denn der erste Meter macht praktisch keine Schäden, das, weil es öfter passiert, sowas. Und die letzten Zentimeter sind immer die teuersten. Wir erinnern uns an Hurricane Sandy in New York City, wo die Sturmflut so hoch war, dass dann U-Bahn-Tunnel geflutet wurden. Wenn sowas passiert, das ist halt auch so eine kritische Grenze, quasi ein Kostenkipppunkt, wo es dann auf einmal extrem teuer wird. Und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass wir genug Eis auf der Erde haben, um den globalen Meeresspiegel um 65 Meter ansteigen zu lassen. Am Ende der Eiszeit, bei den etwa 8 Grad globaler Erwärmung von der Eiszeit ins Holozän, ist der globale Meeresspiegel um 120 Meter angestiegen. Das geht natürlich nicht sehr schnell, das dauert seine Zeit, aber gerade am Anfang ist die Anstiegsrate des Meeresspiegels am höchsten. Und das trifft natürlich zunächst mal tiefliegende Inselstaaten wie die Malediven, die schon an einer neuen Insel bauen, die 2 Meter höher liegen soll. Und übrigens auch an einem schwimmenden Stadtviertel, was mit ansteigen kann mit künftigen zunehmendem Meeresspiegelanstieg. Wird aber sehr viele Küstenstädte betreffen. Je schneller wir die Erwärmung stoppen, desto besser können wir den Meeresspiegelanstieg so begrenzen, dass man sich noch halbwegs daran anpassen kann. Ich überspringe hier mal kurz etwas mit Blick auf die Zeit und ich komme zu einem Zwischenfazit. Der Klimawandel ist real und er ist zweifelsfrei durch die Energienutzung sowie Entwaldung etwa ein Viertel davon verursacht. Das ist völlig unumstritten. Und schon jetzt leiden viele Millionen Menschen unter den Folgen wie Wetterextremen, Bränden, Dürren und steigendem Meeresspiegel.
Klimawandel ist also keine Zukunftsprognose mehr. Er ist längst real und er betrifft längst viele Millionen Menschen auf dieser Erde. Deswegen möchte ich noch einige Minuten darauf verwenden, was wir jetzt tun können. Und die gute Nachricht ist, wir haben den Klimavertrag von Paris, wo sich alle Staaten verpflichtet haben, völkerrechtlich verbindlich zu Anstrengungen, den Temperaturanstieg auf 1,5 über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und sie auf jeden Fall den Anstieg deutlich unter 2 Grad zu halten. Dazu muss man jetzt wissen, dass die CO2-Emissionen kumulativ wirken, weil dieses erhöhte CO2 sich zum großen Teil Jahrtausende, sogar Jahrzehntausende in der Luft hält. Wird nur sehr, sehr langsam wieder abgebaut. Und das heißt, es kommt auf die gesamten kumulativen Emissionen seit Beginn der Industrialisierung an, wie stark die globale Erwärmung ausfällt. Das ist praktisch ein linearer Zusammenhang zwischen Temperatur und kumulativen Emissionen, den man in den vergangenen historischen Erwärmungsdaten sieht bis heute und auch in all den Zukunftsprojektionen, die zeigen, dass das weiter so in etwa der Fall sein wird. Und von daher ist es eben so wichtig, die Emissionen sehr schnell zu begrenzen. Und das sagt der IPCC auch sehr deutlich. Das Szenario, was die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt, das muss eben sehr schnell die Emissionen mindern, etwa um die Hälfte bis 2030 weltweit. Also 2030, ja, das ist in 7 Jahren. Und bis dahin muss die Emission um die Hälfte reduziert werden, um noch die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zitat IPCC: Die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad und 2 Grad erfordert schnelle und tiefgreifende sowie in den meisten Fällen sofortige Senkungen der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren in diesem Jahrzehnt. Das heißt, auch im Verkehrssektor, auch im Gebäudesektor, dies als Hinweis an die Bundesregierung. Die gute Nachricht in Deutschland ist, dass die Emissionen seit 1990 sinken. Das ist übrigens in den meisten Industrieländern der Fall. Die schlechte Nachricht ist auch, dass in den meisten Industrieländern sie sinken viel zu langsam. Und Deutschland hat eine besondere Verantwortung, weil wir mit 1% der Bevölkerung aber 2% der globalen CO2-Emissionen verursachen. Also eigentlich doppelt so viel wie der Weltschnitt. Und bei den aktuellen Emissionen sind wir auf Rang 6 und bei den historischen fossilen CO2-Emissionen sogar auf Rang 4 aller Nationen. Nur USA, China und Russland haben mehr zu den historischen Emissionen beigetragen als Deutschland. Und das sind Länder mit wesentlich größerer Bevölkerung offensichtlich. Wir haben also eine besondere Verantwortung, sind aber bei der Treibhausgasminderung nur im Mittelfeld aller EU-Staaten, zum Beispiel in den letzten knapp 20 Jahren. Es gibt immer noch diese Diskussion, als seien wir irgendwie Vorreiter. Das sind wir längst nicht mehr. Und das ist aber auch bei vielen Laien noch nicht so angekommen. Wir müssen uns also deutlich mehr anstrengen, um einfach nur mitzuhalten bei den weltweiten Klimaschutzbemühungen. Der Weltklimarat hat übrigens auch eine wirklich optimistische Nachricht verbreitet, nämlich es gibt die Lösungen. Das sah vor 15, 20 Jahren ja noch nicht so aus. Da wusste man gar nicht, wie kommen wir eigentlich raus aus den fossilen Energien. Und heute wissen wir, die Lösungen werden immer billiger. Sie wachsen exponentiell. Photovoltaik, Windkraft, Batterietechnik für Elektrofahrzeuge und so weiter. Und von daher kann man eigentlich optimistisch sagen, wir sind nicht nur die letzte Generation, die noch eine katastrophale Klimaentwicklung für die Menschheit, für die menschliche Zivilisation verhindern kann, sondern wir sind eben auch die erste Generation, die das wirklich kann, weil wir die technischen Möglichkeiten dafür haben, in Wohlstand zu leben, auch ohne fossile Energien. Und die Internationale Energieagentur hat in ihrem letzten Bericht auch gesagt, dass mehr als 80% der Investitionen in das Stromsystem weltweit heute schon in die Erneuerbaren gehen. Auch dieser extreme Preisverfall, der
erneuerbaren Energien, die inzwischen in den meisten Ländern die billigsten sind, ist gut dokumentiert. Und wenn wir uns mal anschauen, wie weltweit die erneuerbaren Energien jetzt ausgerollt werden, dann sieht man, dass in den letzten Jahren China sogar mehr Wind und Photovoltaik hinzugebaut hat als Europa, USA und Indien zusammengenommen. Und eine neue Studie zeigt, in welchen Ländern die erneuerbaren Energien inklusive des Speicher, der Speicher, die dazu nötig sind, die billigsten sind. Das ist heute schon in den meisten Ländern der Welt der Fall. Häufig ist Wind das billigste dort. Angesichts der Kostenentwicklung wird schon im Jahr 2027 in den allermeisten Ländern die Solarenergie die günstigste sein. Trotzdem ist natürlich eine Mischung aus Wind und Sonne in mittleren Breiten sehr wichtig, weil eben ja, im Sommer gibt es viel Solarenergie, im Winter umso mehr Wind. Das ergänzt sich in Deutschland ja gerade so, dass in jedem Kalendermonat etwa dieselbe Menge an erneuerbarem Strom erzeugt wird. Ja, es gibt viele Technologien, die man diskutieren könnte. Ich will aber auch langsam zum Schluss kommen. Wärmepumpen gehören natürlich dazu, weil wir diese Debatte hatten in Deutschland. Will ich noch mal darauf hinweisen, dass in Norwegen schon 60% aller Haushalte Wärmepumpen installiert haben. Ich habe in meinem Haus auch seit 2 Jahren eine Wärmepumpe installiert und bin da sehr froh darüber. Und was jetzt noch mal eine schlechte Nachricht ist, was letztlich die Energiewende, die von den Kosten und Technologien her ein absoluter Selbstläufer wäre, wirklich behindert, ist, dass die fossilen Energiesubventionen astronomische Höhen erreicht haben und sogar Rekordsumme im vergangenen Jahr. Das sind dann wieder so Sachen wie die Gaspreisbremse, wo künstlich der fossile Gaspreis niedrig gehalten wird. Es gibt da einen Teil expliziter Subventionen, die also direkte Subventionen sind. Und dann gibt es diese impliziten, also indirekten, die darin bestehen, dass die Kosten, die Schadenskosten, die durch die fossile Energienutzung entstehen, nicht eingepreist sind. Die müssen ja eigentlich als ein CO2-Preis normalerweise draufgelegt werden, um dem Verursacherprinzip zu entsprechen, was ja das ist, was letztlich unter Ökonomen unumstritten ist, dass für einen funktionierenden Markt auch ein Verursacherprinzip gelten muss, sonst gibt es Marktverzerrungen. Und deswegen brauchen wir einen CO2-Preis und sehr viele Länder auf der Erde haben schon einen CO2-Preis, planen einen CO2-Preis. Der in Deutschland ist lächerlich niedrig, 30 Euro pro Tonne, sodass er praktisch keinerlei Lenkungswirkung entfaltet. Schweden hat 115 Euro pro Tonne, die Schweiz 120 Euro pro Tonne zum Beispiel. Da gibt es auch wirklich Handlungsbedarf seitens der Bundesregierung. Damit will ich schließen und nochmal den Weltklimarat IPCC als meine Schlussfolgerung zitieren. Zitat: Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Aussage mit sehr hohem Vertrauen. Zweites Zitat: Die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für Tausende von Jahren Auswirkungen wirken, hohes Vertrauen. Tausende von Jahren wegen diesen langen Zeitskalen von wie lange bleibt das CO2 erhöht in der Luft, wie lange steigt der Meeresspiegel weiter und so fort. Damit bedanke ich mich, darf nochmal auf die Bücher hinweisen. Das Büchlein Der Klimawandel mit Herrn Schellenhuber, inzwischen ein Klassiker, mehrfach aktualisiert ist auf dem aktuellen Stand. Und besonders freue ich mich, dass der Kinderuniband Wolken, Wind und Wetter für alle von 9 bis 99 Jahre jetzt seit dem vergangenen Monat auch wieder frisch aktualisiert auf dem Markt ist. Vielen Dank fürs Zuhören.